In diesem Video geht es darum, wie man verschiedene Kettenschlösser ohne Spezialwerkzeug öffnen und schließen kann. Das Ganze zeige ich anhand von Kettenschlössern für Naben und für Kettenschaltung. Weitere Videos zum Thema Fahrradkette verlinke ich außerdem in der Beschreibung. Um ein Kettenschloss überhaupt benutzen zu können, muss man ein paar Sachen beachten. Eine Fahrradkette besteht immer abwechselnd aus einem inneren Teil und einem äußeren Teil und so ist sie dann zum Endlosband verbunden. Das Kettenschloss an sich ist beim Einbau immer der äußere Teil, die sogenannte Außenlasche. Da links und rechts neben der Außenlasche immer ein innerer Teil ist, die sogenannte Innenlasche, braucht man zur Montage vom Kettenschloss an beiden Seiten immer den inneren Teil, also Innenlasche auf Innenlasche. Es würde also nicht funktionieren, wenn man auf einer Seite eine Innenlasche und auf der anderen Seite eine Außenlasche hat, weil man ja sonst mit dem Kettenschloss zwei Außenlaschen hintereinander hätte. Genauso funktioniert es nicht, wenn man zwei Außenlaschen aneinander hat und da ein Kettenschloss reinsetzen will, weil man dann ja drei Außenlaschen hintereinander hätte. Es kann also sein, dass du bei deiner Kette einen Teil der Kette entfernen musst, indem du mit dem Kettennieter den entsprechenden Nieter rausdrückst. Solltest du keinen Kettennieter haben, dann kannst du in der Regel auch zur Fahrradwerkstatt gehen und dagegen eine Spende in die Kaffeekasse, die den Nieter rausdrücken lassen. Der Federverschluss ist der Standardverschluss bei Nabenschaltungsketten und hat drei Bestandteile. Das ist einmal die Federspange, die kann so oder so aussehen. Dann gibt es eine einzelne Außenlasche und dann gibt es eine Außenlasche mit zwei Bolzen. Um das Ganze einzubauen, haben wir hier jetzt unsere Kette mit Innengliedern auf beiden Seiten. Und als erstes nehmen wir uns den hinteren Teil, das ist die Außenlasche mit den beiden Bolzen dran. Die beiden Bolzen werden mit Kettenöl leicht geölt. Das Ganze stecken wir dann von der Rückseite in die beiden Innenglieder rein und dann hält die Kette auch schon von alleine. Danach setzt man von vorne die Außenlasche auf und die Außenlasche sollte wirklich dicht an der Kette anliegen. Wenn das nicht so gut klappen sollte, kann man auch mit seinen Daumen die Lasche fixieren und gleichzeitig die Kette nach innen biegen. Wichtig ist, dass man diese kleinen Nuten hier sehen kann, weil da gleich die Federspange einrasten wird. Die Federspange gibt es in verschiedenen Ausführungen, die hat aber immer auf der einen Seite ein offenes Ende und auf der anderen Seite ein geschlossenes Ende. Das geschlossene Ende muss bei der Montage immer in Laufrichtung der Kette zeigen, weil die Federspange andersherum einfach abgestreift werden könnte durch eine Schraube oder sonstiges und dadurch die Kette während der Fahrt aufgehen könnte. Das bedeutet im Klartext, wenn das Kettenschloss unten ist, muss der Kopf der Federspange hinter das Fahrrad zeigen und wenn das Kettenschloss oben ist, muss der Kopf der Federspange vor das Fahrrad zeigen. Bei mir ist das Kettenschloss gerade unten und deswegen montiere ich die Federspange so herum, schiebe sie mit der Mitte auf den ersten Bolzen und schiebe dann das Ganze so weit herüber, dass das offene Ende kurz vor dem zweiten Bolzen steht. Jetzt muss man die Federspange nur noch einrasten und dazu kann man sich eine Zange nehmen. Die Zange setzt man vor dem Kopf der Federspange und hinter dem Bolzen am hinteren Ende an und drückt das Ganze dann zusammen. Und damit springt dann die Federspange in diese Nuten rein und rastet ein. Es funktioniert aber genauso gut, sich einen breiten Schlitzschraubendreher zu nehmen, diesen vor der nächstgelegenen Außenlasche anzusetzen und dann so gegen die Federspange zu verdrehen, bis sie in ihre Nuten einrastet. Zum Öffnen kann man das wieder genau andersrum machen. Dazu setzt man die Zange am hinteren Ende der Federspange an und vor dem vorderen Bolzen und drückt das Ganze so zusammen, dass dann die Federspange aus ihren Nuten rausgedrückt wird. Anschließend kann man dann die Federspange abnehmen, sich die Außenlasche abhebeln und die hintere Außenlasche mit den beiden Bolzen herausziehen und schon ist die Kette offen. Dieses Kettenschloss kann durchaus ein paar Mal geschlossen und wieder geöffnet werden, sollte aber spätestens bei einem Kettenwechsel mitgetauscht werden. Eine weitere Verschlussart ist der klassische Biege- oder Schnappverschluss. Er besteht aus einer Außenlasche und aus einer Außenlasche mit Bolzen. Um dieses Kettenschloss zu montieren, lohnt es sich, die Kette runterzunehmen, weil man so mehr Spielraum hat, um die Kette zu verbiegen. Ausgangsbasis ist wieder unsere Kette mit Innengliedern auf beiden Seiten und hier nehmen wir auch wieder die Außenlasche mit den beiden Bolzen, ölen die beiden Bolzen mit Kettenöl und stecken sie in die beiden Innenglieder an der Kette und so hält die Kette dann schon mal. Das Ziel ist es jetzt, die Bolzen durch Zusammenbiegen der Kette näher zusammenzubringen, damit sie dann durch die Löcher der Außenlasche passen. Dazu steckt man zuerst die Außenlasche auf einen Bolzen und bringt dann das zweite Loch über den zweiten Bolzen. Die Außenlasche kann man dann mit seinen beiden Daumen in Position halten und danach biegt man die Kette so von sich weg und drückt gleichzeitig auf die Außenlasche, damit sie in den Nuten einrasten kann, wenn die Bolzen nah beieinander sind. Anschließend sollte man die Kette nochmal in die entgegengesetzte Richtung biegen, um die Außenlasche endgültig in den Nuten zu platzieren. Um das Ganze wieder zu öffnen, greift man sich jetzt die Kette genau so und biegt sie auch wieder mit den Daumen von sich weg. Durch das Zusammenbringen der Pins kann dann die Außenplatte abspringen oder zur Not mit einem Schraubendreher abgehebelt werden.
Danach kann man die Außenlasche wieder abnehmen und die hintere Außenlasche mit den Bolzen herausziehen und dann ist die Kette auch schon wieder offen. Dieses Kettenschloss sollte man nicht zu oft wieder verwenden, weil durch das ständige Biegen das Material geschwächt wird und das kann dann im schlimmsten Fall zu einem Kettenriss führen. Eine Weiterentwicklung des klassischen Biege- und Schnappverschlusses ist dieser Verschluss hier. Der hat ähnlich wie der Biegeverschluss nur zwei Bestandteile und kommt bei modernen Nabenschaltungen und 5- bis 8-fach-Schaltungen vor. Besteht aus einer Außenlasche mit einem Langloch und aus einer Außenlasche mit zwei Bolzen. Auch hier ist es wieder sinnvoll, die Kette vom Ritzel abzunehmen, weil man dann mehr Spielraum hat, um die Kette zu biegen. Als erstes ölen wir wieder beide Bolzen an der hinteren Außenlasche mit Kettenöl und stecken das Ganze dann in die beiden Innenglieder an der offenen Kette, um sie zusammenzuhalten. Dann haben wir hier unsere Außenlasche. Die Außenlasche hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Die Rückseite ist komplett glatt und auf der Vorderseite findet man so eine Vertiefung hier. Zusätzlich erkennt man hier noch ein Loch an der Vertiefung, wo die Bolzen durchpassen. Als erstes nimmt man die Außenlasche mit der Vorderseite zu sich zeigend und bringt das Loch in der Vertiefung über den ersten Bolzen und steckt es dann so auf den Bolzen rauf. Danach schiebt man das Ganze so hoch und bringt dann durch Drehen das Loch in der Vertiefung auf die andere Seite, auf die Höhe vom anderen Bolzen. Das Ziel ist es jetzt wieder, durch das Verbiegen der Kette die beiden Bolzen zusammenzubringen, damit der Bolzen in das Loch einrasten kann. Während man jetzt mit dem Daumen die Kette nach innen zusammendrückt, sollte man mit den Zeigefingern von der Rückseite gegenhalten, damit die Außenlasche nicht wieder rausrutschen kann. Die Kette biegt man dann so lange, bis der Bolzen in das Loch einrasten kann. Manchmal muss man auch auf die Außenlasche raufdrücken, damit es passiert. Durch Zurückbiegen der Kette in die entgegengesetzte Richtung fährt der Bolzen dann in seine Endposition und das Kettenschloss ist geschlossen. Um das Kettenschloss jetzt wieder zu öffnen, biegt man wieder mit seinen Daumen die Kette nach innen zusammen, während man mit den Zeigefingern von hinten am Kettenschloss gegenhält. Die Kette muss teilweise recht stark zusammengebogen werden, damit der Bolzen wieder aus dem Loch ausgehakt werden kann. Die Außenlasche springt nicht immer sofort vom Bolzen ab, aber verbleibt oft auf der Höhe des Bolzens. Und wenn das passiert ist, dann kann man das Ganze auch mit einem Schlitzschraubendreher abhebeln. Zur Not holt man sich einfach eine zweite Person, die beim Biegen der Kette gleichzeitig die Außenlasche mit einem Schraubendreher abhebelt. Wenn das geschafft ist, dann dreht man die Lasche zur Seite und bringt das Loch in der Vertiefung auf die Höhe des anderen Bolzens und nimmt sie dann ab. Jetzt kann man das hintere Teil des Schlosses entnehmen und die Kette ist offen. Theoretisch kann man dieses Kettenschloss mehrfach verwenden, aber durch die starke Biegung und den Materialabrieb beim Schließen ist es nicht zu empfehlen. Dadurch entstehen nachher Schwachstellen, was die Kette zum Reißen bringen kann. Der Bajonettverschluss besteht aus zwei baugleichen Teilen mit Langlöchern und ist eigentlich ausschließlich an Kettenschaltung zu finden. Man kann ihn öffnen und schließen, indem man die Bolzen ineinander hakt und die Hälften hin und her schiebt. Zum Einbau haben wir wieder unsere offene Kette mit Innengliedern auf beiden Seiten und um nicht gegen die ständige Spannung des Schaltwerks zu arbeiten, lohnt es sich, die Kette mit einer Speiche oder einem Draht zu entspannen. Das macht das Ganze dann einfacher. Zum Einbau nimmt man sich eine Hälfte, ölt den Bolzen mit Kettenöl und setzt ihn dann von vorne in eine Seite der Kette ein. Die andere Hälfte wird auch geölt und von hinten in die andere Seite eingesteckt. Wenn auf einer Hälfte ein Pfeil zu sehen ist, dann muss der von außen sichtbar sein und in die Laufrichtung der Kette zeigen. Das heißt, wenn das Kettenschloss unten ist, muss der Pfeil hinter das Fahrrad zeigen und wenn das Kettenschloss oben ist, dann muss es vor das Fahrrad zeigen. Nach dem Einstecken liegen sich jetzt beide Hälften gegenüber. Das Ziel ist es jetzt, beide Bolzen auf die inneren Löcher der gegenüberliegenden Seite zu bringen, beides zusammenzudrücken und damit einzuhaken und anschließend beides auseinanderzuziehen, um das Ganze zu verschließen. Wenn man das gemacht hat, dann ist oft noch ein kleiner Spalt zwischen dem Loch und dem Bolzen und das bedeutet, dass das Kettenschloss noch nicht ganz eingerastet ist. Zum Schließen und Einrasten kann man zum Beispiel mit einer Spitzzange zwischen beide Bolzen fahren und die Zange auseinanderziehen, bis sie unter Klicken einrasten. Die Bolzen wandern dann sichtbar an ihre Endposition. Noch einfacher ist es allerdings, wenn man das Kettenschloss nach oben bringt, die hintere Bremse anzieht und gleichzeitig aufs Pedal tritt, um Spannung auf die Kette zu bringen. Dadurch rastet das Schloss in den meisten Fällen auch ein und man braucht keinerlei Werkzeug dafür. Das Kettenschloss sollte nach dem Einrasten frei beweglich sein und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man die Kette einfach nach innen und außen biegen, bis das Kettenschloss freigängig wird. Um das Ganze jetzt wieder zu öffnen, muss man einfach nur die Bolzen nach innen zusammenbringen und das Ganze auseinanderziehen. Da gibt es viele verschiedene Methoden. Man kann zum Beispiel einen Schnürsenkel nehmen, einen alten Schaltzug oder auch einen Kabelbinder. Es gibt aber noch viel mehr.
Wenn man mit einer Schnur arbeitet, dann schlingt man sie von oben um das Kettenschloss herum und kreuzt sie unterhalb, damit beim Ziehen beide Bolzen zusammenkommen können. Wichtig ist dabei, dass man in einer Linie mit der Kette zieht, um mehr Kraft aufwenden zu können. Wenn man sehr viel Kraft aufbringt, dann springt so ein Kettenschloss auch schon mal auf. Das kann im Notfall ganz hilfreich sein. Das gleiche kann man allerdings auch mit einem Draht machen. Den fädelt man auch von oben ein und kreuzt ihn unten und dann nimmt man sich eine Zange und verdreht das Ganze. Wichtig ist dabei, dass die Backen der Zange den Draht um sich herum wickeln, weil so Spannung aufgebaut wird, die die beiden Bolzen nach innen zieht. Wenn man das nicht macht, dann dreht man den Draht einfach nur um sich selbst und nichts passiert. Abgesehen davon gibt es noch andere Methoden. Dazu sollte man die Kette von unten mit einem Draht oder einer alten Speiche entspannen, damit man das besser ausführen kann. Jetzt kann man von oben besser arbeiten und hier kann man zum Beispiel mit einer Spitzzange die beiden Bolzen zusammenschieben und das Schloss ist offen. Das gleiche kann man allerdings auch mit einer Rohrzange machen, indem man sie an den gegenüberliegenden Ecken des Kettenschlosses ansetzt und so die Bolzen zusammenschiebt. Es gibt allerdings auch solche Kettenschlösser, die komplett ohne Werkzeug funktionieren. Zum Öffnen muss man die Laschen dann zusammendrücken und gleichzeitig die Bolzen per Hand zueinander schieben. Dann kann man das Ganze auch schon aufmachen. Solche werkzeuglosen Kettenschlösser erkennt man daran, dass die Bolzen im eingebauten Zustand leichtes Spiel nach vorne und hinten haben. Solche Schlösser lassen sich auch noch einfacher unterwegs öffnen, wenn man die Kette einfach nur in eine Z-Form bringt, die Laschen zusammendrückt und die Bolzen zusammenschiebt. Den Bajonettverschluss gibt es auch noch als komplett werkzeuglosen Bajonettverschluss. Den erkennt man daran, dass er zwei gleich geformte Hälften hat und er sich einfach per Hand öffnen und schließen lässt, ohne dabei Druck ausüben zu müssen. Zum Einbau nimmt man sich eine Hälfte, gibt wieder auf den Bolzen Kettenöl und steckt das Ganze von vorne auf der rechten Seite ein. Der Bolzen der anderen Hälfte wird auch geölt und auf der Rückseite der linken Seite eingesteckt. Jetzt bringt man auf der rechten Seite die Lasche nach oben und auf der linken Seite die Lasche nach unten und führt die beiden Bolzen so zusammen, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite ins untere Loch eingreifen können. Dann drückt man das Ganze zusammen, sodass die Bolzen einhaken und zieht an der Kette, damit die Bolzen in ihre Endposition gelangen. Bei diesem Schloss rastet das Ganze nicht ein, sondern durch die leichte Biegung wird der Bolzen in seiner Position gehalten. Das heißt, solange die Kette gestreckt ist, geht die Kette auch nicht auf. Wichtig bei diesem Typ ist, dass die Biegung im Loch nach unten zeigt, wenn die Kette sich im unteren Teil befindet, da es sonst zu Schaltproblemen kommen kann. Um diesen Verschluss zu öffnen, muss man lediglich die Kette in eine Z-Form bringen und die Bolzen wieder nach innen schieben und schon ist das Ding offen. Der Hersteller gibt an, dass man diese Art Kettenschloss wiederverwenden kann, weil durch das Öffnen und Schließen kein Materialabrieb erzeugt wird. Um herauszufinden, ob ein Kettenschloss zu einer Kette passt, muss man eigentlich nur auf die Breite des Kettenschlosses achten. Die Länge, also der Abstand der einzelnen Bolzen bei Kettenschlössern, ist immer gleich lang wie der Bolzenabstand einer intakten Fahrradkette. Deshalb gibt es hier keine Unterschiede. Der Unterschied liegt deshalb in der Breite der Kettenschlösser, genauer gesagt in der Länge der Bolzen. Diese Breite muss immer passend zur Kettenbreite sein, damit dann auch alles funktioniert. Die Kettenbreite kann man grob gesagt durch die Anzahl von Ritzeln am Hinterrad bestimmen. Wenn man hinten zum Beispiel 8 Ritzel hat, dann spricht man von einer Achtfachkette. Hat man nur ein Ritzel, spricht man von einer Einfachkette und hat man 11 Ritzel, dann spricht man zum Beispiel von einer Elffachkette. Wenn man sich einen Kettenschluss kauft, dann hat das in der Regel auch so eine Angabe mit dabei. Es kann allerdings auch sein, dass bei sehr schmalen Ketten die Hersteller vorschreiben, welche Verbindungsart man benutzen soll. Das passende Kettenschloss ist dann meistens bei einer neuen Kette dabei und an diese Vorschrift sollte man sich in der Regel auch halten. Außerdem kann es sein, dass man über verschiedene Angaben stolpert, wie zum Beispiel 1,5 Zoll mal 3,32 Zoll. Und das bezieht sich in der Regel auf die Kettenbreite. Wie das zugeordnet wird, packe ich mal in der Tabelle in die Beschreibung. Zum Schluss noch die Frage, kann man Kettenschlösser denn wiederverwenden? Die Antwort lautet ja und nein. Das kommt nämlich ganz darauf an, worauf man das Wiederverwenden denn bezieht. Bezieht man das Wiederverwenden auf das bloße Öffnen und Schließen des Kettenschlosses, dann kann man theoretisch jedes Kettenschloss mehrfach verwenden, ganz egal, ob es als Eimer oder als wiederverwendbares Kettenschloss verkauft wird. Der Unterschied ist dabei nämlich lediglich, dass beim Öffnen und Schließen der Einwegkettenschlösser der Bolzen vom Langloch Material abträgt, weshalb man dafür auch mehr Kraft aufbringen muss. Durch diesen Abrieb wird dann diese Stelle zur Schwachstelle. Deswegen wird das bei solchen Kettenschlössern auch nicht von den Herstellern empfohlen, damit die Hersteller auf der sicheren Seite sind. Bei den anderen Kettenschlössern, die ausdrücklich als wiederverwendbar verkauft werden, trifft es allerdings nicht zu, weil man die ja beliebig oft öffnen und schließen kann und beim Öffnen und Schließen kein Material vom Kettenschloss abgetragen wird. Deshalb kann man die in der Regel auch ganz leicht mit der Hand öffnen.
Bezieht man das Wiederverwenden allerdings auf die Nutzungsdauer von einem Kettenschloss, also will man quasi sein altes Kettenschloss von der alten Kette mit zur neuen Kette nehmen, dann gibt es ganz klare Grenzen. Ein eingebautes Kettenschloss ist ja logischerweise Bestandteil der Kette und unterliegt deshalb auch demselben Verschleiß wie der Rest der Kette. Eine Kette verschleißt genauer betrachtet, indem durch die ständige Bewegung Material von den Bolzen abgetragen wird. Und das erkennt man in der Regel daran, dass am Bolzen dann so kleine eingeschliffene Einkerbungen zu sehen sind. Das Kettenschloss verschleißt also genauso wie die Kette. Und das bedeutet meistens auch, dass das Kettenschloss verschlissen ist, wenn die Kette verschlissen ist. Wenn das Kettenschloss am Bolzen also auch solche Einkerbungen hat, dann ist es definitiv auch verschlissen und sollte ausgetauscht werden. Im Großen und Ganzen unterliegen also alle Kettenschlösser demselben Verschleiß, egal ob sie als wiederverwendbar oder als Einwegkettenschloss gekennzeichnet sind. Und deshalb sollte man sie auch immer mit der verschlissenen Kette gleichzeitig austauschen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über ein Like, lass auch gerne ein Abo da und schau auf meinem Kanal vorbei, wenn du dich für weitere Reparaturvideos interessierst. Und ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.